In 3 Tagen am 29. Dezember 2023 jährt sich zum 10. Mal der Tag, der alles verändert. Das Leben des Michael Schumachers, das seiner Familie, zu der auch natürlich sein Bruder Ralf gehört, der ihn kennt wie kein Zweiter, der in einem Interview sehr emotionale Worte spricht und sich an den Tag zurückerinnert, an dem das Leben der gesamten Familie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt wurde. Aber auch das seiner Freunde, das seiner Kinder, das seiner Weggefährten. Und zu den Weggefährten gehören auch die beiden. Norbert Hauch, ehemaliger Motorsportchef von Mercedes, sprach in diesen Tagen jüngst auch in einem Interview über diesen schrecklichen Tag von vor 10 Jahren. Aber auch der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, der heute 93-Jährige, spricht auch, wie er den Unfall damals wahrgenommen hat. Die Einzelheiten, die Stimmen dazu jetzt. Ja, und damit willkommen bei uns zu einer ganz besonderen Sendung. Der Tag, er rückt immer näher. Am 29. Dezember 2013 stürzte die Formel-1-Legende Michael Schumacher in den französischen Alpen schwer und wurde so sehr schwer am Kopf verletzt, dass er bis heute noch darum ringt, endlich wieder gesund zu werden. Einer, der sich auch dazu geäußert hat, von dem man in den zurückliegenden 10 Jahren recht wenig gehört hat, hat sich jetzt nun in einem Bild-Interview geäußert. Die Rede ist nämlich von seinem Bruder Ralf Schumacher. Er lässt tief blicken und spricht auch sehr emotionale Worte und erinnerte sich auch an diesen schrecklichen Tag von vor knapp 10 Jahren und sagt: Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für mich als Kinder mit. Wie wir alle wissen, war er damals als junger Teenager dabei. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war leider auch noch viel Pech dabei. Ja, und in diesen emotionalen Worten, die Ralf Schumacher da verliert, denkt er auch an die gemeinsame Zeit mit seinem Bruder Michael zurück und geht dabei bis in die Kindheit zurück und sagt: Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er mehr auch mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht. Uns trennen zwar 7 Jahre Altersunterschied, aber er war damals immer an meiner Seite. Wir sind zusammen Kart gefahren, haben Überholen geübt, all diese Dinge, die wichtig sind im Motorsport. Er hat mir all seine Erfahrungen, die er in den 7 Jahren davor gemacht hat, mitgegeben. Ich durfte halt einfach vom Besten lernen. Ja, und für die Familie ist natürlich gerade dieser 29. Dezember ein eben ganz besonderer Tag und ruft eben all die schrecklichen Erinnerungen wieder zurück ins Gedächtnis, wie man sie damals erlebt hat. Und auch Ralf Schumacher, sein Bruder, erinnert sich und spricht eben auch sehr emotionale Worte und sagt über den Unfall, wie er ihn damals erlebt hat, beziehungsweise was er heute darüber denkt. Und sagt: Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Das sind seltene Worte, die wir hören über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher. Seit eben diesem schrecklichen Unfall von vor 10 Jahren ist nichts mehr wirklich durchgesickert. Die letzten Worte, die man gehört hatte, waren von Mick Schumacher im Jahre 2021 in der Netflix-Doku Schumacher. Und da hat man auch schon wirklich einiges wahrnehmen können, wie emotional auch Mick Schumacher in dieser Sekunde war, als er diese Worte sprach. Und er hat eben ja auch gesagt, er würde alles aufgeben, nur um wieder mit seinem Papa sprechen zu können. Nun also die Worte einige Jahre später von seinem Bruder Ralf, der eben ja auch eben sagt, wir haben es auch gerade gehört, dank moderner medizinischer Möglichkeiten konnte man eben einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Das heißt eben auch 10 Jahre nach diesem schrecklichen Unfall ist Michael noch längst nicht über den Berg und man möge hoffen, dass eben auch die weitere Zeit dazu beiträgt, dass er einigermaßen wieder genesen kann, beziehungsweise den Umständen entsprechend es ihm gut geht. Aber nicht nur sein Bruder Ralf hat sich in diesen Tagen in einem Interview geäußert, nein, auch sein langjähriger Weggefährte Norbert Hauch.
der Mann, der Michael Schumacher quasi wieder zurückgeholt hat aus seiner Formel 1 Pause, nachdem er ja im Jahre 2006 sich von der Formel 1 auf sehr emotionale Art und Weise ja auch verabschiedet hatte. Und 3 Jahre später sein großes Comeback ab der Saison 2010 im Mercedes feiern konnte. Wir wissen, für einen Sieg hat es damals zwar nicht gereicht, aber er konnte einiges dazu beitragen, damit das Team in den Jahren danach wirklich eine wahre Erfolgsära prägen konnte. Die 7 WM-Titel von Lewis Hamilton. Einen davon, wissen wir ja, der stammt ja aus seiner Zeit bei McLaren, aber die weiteren WM-Titel konnte er bis dato mit Mercedes einfahren. Und eben dazu trug auch Michael Schumacher bei. Und eben sein langjähriger Weggefährte Norbert Haug erinnerte sich in einem Interview mit der dpa über diesen schrecklichen Unfall. Und auch er war, Zitat, erschüttert. Ich wusste von gemeinsamen Skiausflügen, dass Michael alles andere als ein Risikoskifahrer war, wie man es vielleicht gemeinhin bei einem Rennfahrer vermuten würde. Ja, und unbestritten eben ist die Tatsache, dass er für das spätere Mercedes-Team oder für den späteren Erfolg einiges dazu beitrug. Das Dramatische an dieser ganzen Geschichte ist, ein knappes Jahr, nachdem Michael Schumacher sein letztes Rennen in der Formel 1 fuhr, nämlich am 25. November 2012, dann geschah dieser schreckliche Skiunfall eben am 29. Dezember. Und auch Norbert Haug konnte sich noch gut an diesen Tag erinnern und erzählte eben davon, dass er mit Freunden selbst bei einem Skilaufen in Österreich unterwegs gewesen war und dann im Fernsehen dann ein Laufband mit der Unfallmeldung gesehen habe, als sie dann vom späteren Skilaufen zurückgekehrt waren. Und sagt, Michael war damals der vielleicht bekannteste Bundesbürger und mein erster Gedanke war, dass dieser enorme Bekanntheitsgrad Ursache für die prominente Meldung war und nicht die Schwere des Unfalls. Doch auch er erkannte einen Tag später, dass doch deutlich mehr passiert sein muss. Ein Unfall ohne Fremdeinwirkung, bei dem sich Michael Schumacher eben ein schweres Schädelhirntrauma zugezogen hatte. Und das wiederum macht auch ihm deutlich, wie heftig es den zweifachen Familienvater getroffen hatte. Schumacher kämpfte, wie wir wissen, eben auch tagelang in der Uniklinik im französischen Grenoble um sein Leben. Doch auch ein anderer Weggefährte hat sich in diesen Tagen zu diesem ganz besonderen Tag, der eben jetzt unmittelbar bevorsteht, geäußert. Die Rede ist vom ehemaligen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone. Der heute 93-Jährige kann sich nur noch dumpf an diesen Tag von vor 10 Jahren erinnern und sagt, damals wusste niemand genau, was passiert ist und welche Folgen es haben könnte. Es hat lange gedauert, bis die Leute verstanden haben, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Ich vermisse ihn. Er ist ein Star und man wird sich immer an ihn als Star erinnern. Jüngst gab es ja auch eben eine 5-teilige Doku-Serie in der ARD, produziert vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, unter dem Titel Being Michael Schumacher. Auch da kam Norbert Haug zu Wort und auch da in dieser 5-teiligen Doku-Serie wurde nochmal das ganze Leben, diese eindrucksvolle Karriere des Michael Schumachers nochmal auf sehr deutliche Art und Weise nochmal hervorgehoben und daran erinnert. Zu Wort kommen eben auch ein Mann, der bei uns in diesen Tagen im Interview war. Schumi-Entdecker Gerhard Noack. Auch er sprach in der Doku wie Michael Schumacher über die Anfänge Michael Schumachers ebenfalls, eben wie auch bei uns in der Sendung. Das ganze Interview, das wir mit Gerhard Noack geführt haben, gibt es natürlich hier auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal und auf champone.de. 81 Minuten lang sprach Gerhard Noack mit uns über Michael Schumacher, aber auch über seinen Sohn Mick Schumacher. Aber nicht nur dabei blieb es, sondern auch über Sebastian Vettel. Denn auch von ihm, wie er uns natürlich auch nochmal im Gespräch erzählte, war er Entdecker und Förderer des späteren vierfachen Weltmeisters. Also gerne mal reinschauen. Ohnehin wird es auch bei uns an diesem besonderen Tag, nämlich am 29. Dezember, eine etwas besondere Sendung geben. Eine Hommage an den siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher, auf den wir auf sehr emotionale Art und Weise zurückblicken. Das Ganze dann eben an diesem Freitag, dem 29. Dezember 2023.
Mögen wir also hoffen, dass es Michael Schumacher den Umständen entsprechend gut geht. Wir wissen ja, auch in wenigen Tagen feiert der siebenfache Weltmeister ja Geburtstag. Am 3. Januar wird er 55 Jahre alt. Und auch wenn Michael Schumacher seit 10 Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, die Familie, die ihn schützt, doch auch heute wissen wir immer noch, dass sich Millionen Fans sehr, sehr gerne an diese besondere Ära, diese Erfolgsära des siebenfachen Weltmeisters sehr gerne zurückerinnern. Und auch heute ist er Maßstab für alle Formel 1-Fahrer. Auch für Lewis Hamilton und auch war es für Sebastian Vettel. Und mit Sicherheit auch für Max Verstappen. Weil eben dieser Maßstab, diese 7 WM-Titel natürlich auch etwas Besonderes war und ist für Lewis Hamilton, der darauf erpicht ist, den 8. WM-Titel einzufahren. Das ist sein großes Ziel und mit Sicherheit auch das von Max Verstappen. Aktuell bei 3 WM-Titel angekommen, hat auch er noch einiges vor in der Formel 1 und auch für ihn gilt, die 7 WM-Titel von Michael Schumacher erst einmal übertreffen zu müssen. Also auch heute fährt noch jeder gegen Michael Schumacher. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.